Wir machen schon Probesitzen. Mami, ja, da müssen wir an dich rutschen. Müssen wir an mich rutschen? Wir wollen heute nämlich. Marshmallow-Gulasch! Erst machen wir den Kesselgulasch. Ja. Da drin. Und danach grillen wir. Marshmallows! Genau, Madita. Bitte. Seit Tagen erzählt die Madita einfach nichts anderes mehr. Bitte. Nur noch Marshmallows, 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 Marshmallows. Bitte! Madita, deine Fuß weg. Nein. Aber die Schale ist noch leer. Ja. Brauchen wir noch Holz? Ja. Ja. Ich hol. Aber zuerst bereiten wir den Gulasch vor. Gulasch mit Zwiebeln und Fleisch. Ganz viel Zwiebeln. Ich schau nicht, Mit Butter. Du Butter, du, genau. Ja. Und jetzt wollen wir erstmal, schneiden wir erstmal die Zwiebeln. Es nimmt sich erstmal jeder die Zwiebel hier raus. Ja. Kann ich hinsehen. Ich. Lauch da. Dann geht's los. Das müssen wir tun. Schälen. Ja. Ich schaff das. Und wenn man die Zwiebeln nämlich an der frischen Luft schneidet. Ich schaff das. Du schaffst das, na klar. Können das sehr gut die Kinder machen. Und dann brennt das auch nicht in den Augen. So? Ja, vielleicht hältst du mit der anderen Hand die Zwiebel ein bisschen fest, Madita. Ich brauche aber keine Zwiebeln an der Ruhe. Okay. Die verkocht auch schön, da wird man hinterher keine Zwiebelstückchen mehr schmecken. Weil der Gulasch braucht mehrere Stunden, bis der fertig ist. Yay! Yay. Die Frau hat das Fleisch. Hat gerade das Fleisch aus dem Fleischer geholt. 2 Kilo, reichlich 2 Kilo Rindfleisch. Wie schneide ich jetzt ein größeres Würfelstückchen? Ja, mach doch mal ein größeres Würfelstückchen. Das ist so einfach sozusagen, ist ja schon ein großer. Ja. Muss ich mal hinstellen. Ja, ja. Ja, schöne Gulasch. Könnten vielleicht. Oh, das sieht schon mal gut aus. Ich bin gespannt. Das schmeckt schon vom Aussehen lecker, Marina. Und dann kommt das da in den Topf, ja? Dann schmeckt euch das hier. Das kommt da hinten, ja? Ja, da hängt das schon. Das Fett lass mal dran, das ist wichtig. Ja, unbedingt. So hier, Tino? Ja, ich denke, die könnten schon noch ein Stück kleiner sein. Cool. Dann machen wir mal weiter hier. Ja. Ich behalte die Situation im Auge. Sehr gut. Tino spaltet noch mal hier ein bisschen kleines Holz zum Anzünden. Ja, sehr. Zack. Ich denke, das reicht. Ja, ich denke auch. So, ich setze mich hier mal hin. Jetzt bauen wir das hier schön rein. Und es brennt. Herrlich. Das weckt ja wieder Erinnerung hier. Ach ja. So. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir erstmal rein. Ja, ein bisschen. Oh, wie das gleich knistert. So, jetzt. Öl ist heiß. Frau ist dabei. Der Kochlöffel, der zarte, ist dabei. Boah. Wir fangen mal an mit einer Kleinigkeit. Zwiebel ist ja gesund. Ne? Wisst ihr, was ich jetzt hole? Nee. Ich hole jetzt den Handschuh aus der Feuerwehr. Da kann man den Topf festhalten, wenn man umrührt. Den hole ich noch. Ich kann hier nämlich ganz bequem den Topf festhalten. Mit diesem geilen Super. Mit dem großen Handschuh, das ist gut, ja. Nee, das ist perfekt jetzt. Okay, ja. Wir starten jetzt hier mal alleine. Das ist für die Kinder noch nicht ganz so spannend, weil die warten dann, dass es fertig ist, ne? Wie beim Grillen irgendwie. Fleisch drauf geht los. Ja, die Madita, die ist waschen da. Ja, die Madita war schon gucken. Aber ansonsten jetzt die Einsicht, dass es das jetzt eine ganze Weile dauert. Das dauert jetzt lange, ja. Oh, es ist so gemütlich mit dem Holz hier. Genau. Oh. Und ich hole mir auch gleich so eine Matte. Liebe Christine, das ist cool. Alle schön mal jetzt hier am Feuer vor uns her.
Das ist angenehm, schön. Das ist total schön. Außer die anderen Kinder. Die anderen Kinder, die kommen dann auch mal. Die kommen dann auch. Dann, außer ich. Das spricht sich rum, denke ich. Geht los. Wir machen jetzt hier so eine Kleinigkeit Fleisch rein. Nein. Klopp. Ist das alles? Ist das alles? Der Marika scheint zu wenig zu sein. Hast du Sorge, dass du nie satt wirst, Schatz? Ja, das ist alles. Jetzt braten wir das hier ein bisschen mit an. Dann geben wir unten noch mal ein bisschen Gras. Aber ja, Tatina, Tatina, würdest du mal bitte Gas geben? Das brennt ja. Supi. Einfach nur kurz warten hier, bis Gas da ist. Das ist doch gut. Soll ich schon würzen? Nein, lass uns erst anbraten. Die sind aber schon echt gut gekocht. Okay. Gewürze gibt's. Salz, Pfeffer, Majoran, Moment, Paprika, komm mal gucken. Edelsüß und ein bisschen schärferer Paprika, Knoblauch. Ja. Ja, oben am Griff. Was ist denn los? Ich geh mal auf die Seite. Da kam gerade so eine Flamme hoch. Ja. Hört's? Das sieht schon mal gut aus. Ja, Flüssigkeit. Und ein Feuerwehrkessel. Feiertag auch ganz entspannt. So, am Himmel fängt es an zu donnern gerade. Auch wenn es hier noch blau ist, aber da hinten irgendwo fängt es an zu donnern. Aber gute Nachricht, der Gulasch ist fertig. Wir essen erstmal ganz schnell. Wir essen jetzt und ignorieren diesen Fakt. Vielleicht zieht es ja an uns vorbei. Das kam auch immer schon ganz schön nahe. Ja, nicht gut. Schnell austeilen. Da muss man so noch auskühlen. Ja. Oh, das sieht so gut aus. Oh. So? Ich mach's einfach so. Ja, es reicht. Mach's nicht so voll. Dass wir noch schönes Weißbrot ditschen können. Ja, die Lena ist außer Haus. Die ist bei einer Freundin. Die kommt dann auch. Der Prozess des Loslassens. Ich denke, es bleibt was übrig. Ja. Und Kalle und Madita, die hatten Marshmallows. Und haben gerade gesagt, es hat ihnen gereicht. So, einen noch. Kommt schon der Wind? Ja, es kommt der Wind. Oh shit, ey. Oh nein, es war heute. Guck mal hier. Hallo, Anne. Oh, dann einen guten Appetit. Oh, wir lassen es uns jetzt schmecken. Ja. Heiß. Heiß? Ja. Oh, sorry. Das ist ein Traum. Oh, Jana, unser riecht schon. Unser erstes. Unser erster Kesselgulasch. Oh. Unser erster heimischer. Ne, unser erster überhaupt Kesselgulasch. Erstes Mal, dass wir Kesselgulasch machen. Ja, haben wir noch nie gemacht zuvor. Mhm. Cool. Bin begeistert. Machen wir wieder. Wenn wir den Riesentopf in 3 Tagen mehr gegessen haben. Ja, dann machen wir am 4. Tag wieder. So, jetzt muss ich essen. Guten Appetit. Es geht los. Die Idylle ist vorbei. Danke für den Regen. Es fängt echt an zu regnen jetzt. Das ist unglaublich. 0% Regenwahrscheinlichkeit. Danke. Wir retten erstmal das Holz. Ja. Das stimmt, zum Essen müssen wir ja bloß kurz da runter gehen, ne? Ja. Eigentlich nur an die Waldschenke, oder? Ja. Mhm. 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 Oh mein Gott. Na, dein Dachfenster. Mein Dachfenster. Alle meine Fenster. Fenster schließen, Rückbau. Schotten dicht.
So, also das Wichtigste ist in Sicherheit der Kesselgulasch. Den hätte wahrscheinlich auch der Regen am wenigsten ausgemacht. Und jetzt haben wir... Ist es der erste Regen in der Waldschenke? Ja. Das erste Mal, dass wir bei Regen draußen sitzen in der Waldschenke und essen. Ist ja genial. Cool. Ich freue mich. Insofern, Mahlzeit. Ja, kaum, dass wir umgezogen sind hier, ne? In die Waldschenke, oder der Regen wieder weg. Das große Unwetter. Aber ist ja vorbildlich, da haben wir wenigstens alles schon eingeräumt. Dann können wir das jetzt hier ganz gemütlich ausklingen lassen. Vor dem kleinen Töpfchen. Ich glaube, noch eine Kleinigkeit da, falls jemand Hunger hat. Ha, Kleinigkeit ist gut. Ja. Ich denke, es gibt morgen bei uns Gulasch. Und übermorgen. Und übermorgen. Also einfach besser alles. Oder wir frieren es. Wir könnten es einfrieren. Dann gibt es dann sozusagen Kessel-Gulasch-Feeling portioniert. Sehr gut. Aber auf jeden Fall lecker. Machen wir wieder. Machen wir wieder. Definitiv. So, was fehlt noch? Auto-Update fehlt noch. Komm, wir gucken nochmal. Ich liebe dieses Geräusch. Ja. So, ich mach mal auf. Also wir wissen jetzt zumindest etwa, was wir wollen. Wir werden ja eigentlich auf der Fahrer- oder auf der Beifahrerseite. Wo würde die Tür sein? Hier auf der Fahrerseite. Ja? Ja. Gut, also wir werden das so machen. Wir haben das letzte Mal überlegt, das hat das letzte Mal gesagt, wie wir das mit dem Dach machen. Also wir werden hier innen schneiden, sozusagen ungefähr so ein Stück vom Rand weg, umlaufend. Und dann wird es hier ein Stahlgerüst geben, zack, 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 was da sozusagen sich schön stabilisiert ringsrum steht. Dann wird das Originaldach, also das wird sozusagen nach dem Schnitt angehoben, das Originaldach, die ganzen Aufbauten davon weg, kommt dann oben wieder drauf und dann, das weiß ich noch nicht genau, vielleicht 60 cm, 50, 60 cm Griffelblech umlaufend, Kanten oben drüber genietet und verklebt. Fenster rein. Ja. Wir werden das so machen, dass die Fenster abdeckbar sind mit, ja, sozusagen, dass, also hier halt alles komplett Riffel. Ja, und dann kannst du das hochmachen, das Riffel, und das dahinter dein normales Fenster. Ja, dass es am Ende aussieht, wenn alles zu ist, wie so eine Kiste. Das genau, ist wie das hier. Ist sozusagen wie so eine große Kiste auf dem Dach schweben. Ja, im Prinzip sowas auf dem Dach. Ja, damit das halt im geschlossenen Zustand, muss das wirklich wie eine Transportkiste aussehen. Das ist, ne, H-Kennzeichen und so. Und genau, das werden wir machen. Dann werden wir hier dahinter sozusagen eigentlich eine geschlossene Wand stellen. Beziehungsweise zumindest hier hinten. Also hier wird der Roller dauerhaft zu sein, die beiden hinteren. Wahrscheinlich. Dahinter wird eine geschlossene Wand stehen, Dämmung rein und so. Wir wollen die da drüben auf der Seite, das von innen machen. Ups. Noch kann man ja nicht stehen. Wir werden hier auf der Seite eine kleine Küche haben. Und ein Fenster. Ja. Also der Rollladen wird zum Hochmachen bleiben. Wir werden hier vorn, da wo die Verena ist. Ja, aber Tino reingeklettert ist. Auch wenn man sie nicht sieht. Ich zeig mich. Das ist ich aber bin schön, da. Dass du mit dabei bist. Wir werden hier vorn sozusagen eine Leiter haben. Einen Tritt hoch. Ja. Einstellleiter. Ja. Wir haben tolle Lösungen gesehen mit entweder sozusagen, also Rollladen hoch und hier Wand dahinter und in der Wand die Tür. Oder noch cleverer, was ich eigentlich viel cooler finde, direkt in den Rollladen rein. Tür geschnitten und umrahmt, dass man eigentlich nur diesen Rahmen sozusagen wahrnimmt. Also der Rollladen bleibt dauerhaft unten und man hat aber in dem Rollladen die Tür zum Klappen. Das finde ich echt super genial. Und das wäre eigentlich auch so die Lösung, die ich mir vorstelle. Achso, Dachfenster natürlich noch rein. Das haben wir noch vergessen. Dann jedenfalls hier vorne reingehen. Die Tür wird so bis hier gehen, denke ich. Wir sind ja nie groß. Gibt nur schmalen Besuch. Und wir wollen eine Art Schleuse bauen. Na, hat den Vorteil, dass wenn du, irgendwo bist, wo es Viecher hat, bleiben die draußen, also die stopft an der Schleuse. Weil das war immer vorher sonst ein Problem, wenn man noch irgendwo ist mit vielen Mücken oder mit Fliegen. Fliegen ja. Kann auch so ein Problem sein. Fliegen kann auch manchmal super lästig sein. Ja. Wenn du dann irgendwie mit rein und raus und da hättest du mal eine Möglichkeit, wenn es wirklich schlimm ist, so wie so eine richtige Schleuse zu machen. Und wir wollen, das haben wir mittlerweile auch bei vielen unterwegs gesehen, diese Schleuse nutzen als Dusche. Und wollen diese Schleuse als Dusche nutzen, auch wenn es eine ganz kleine ist, aber das wird schon passen. Wir wissen noch nicht genau, wo wir die Toilette unterbringen. Dann der Randkasten ist ja nun mal hier, der sitzt sich zwar schön, aber wir sind ja nicht bei der Bahn wie früher, wo es aufs Gleis fällt.
Aber das würden wir gerne auch mit dir vorne in diesem Räumchen sozusagen unterbringen. Und dann kommt man rein. Dann ist man hier so drin. Und hier ist der Durchgang. Der wird wahrscheinlich so breit werden. Ich weiß noch nicht, wie hoch wir es machen, weil bis in etwa die Höhe geht sozusagen die, so, oder in die Höhe geht die Sitzbank von. Dass wir sozusagen vielleicht über der Lehne von der Sitzbank durchgeht. Oder dass man vielleicht bis runter aufmacht, was ich persönlich schöner fände. Fände ich auch schöner. So zum Durchgehen einfach. Genau, das zeige ich gleich mal vorn. So, dann der Radkasten hier. Der wird verschmälert, weil in der Mitte brauchen wir den nicht. Sprich, das Stück hier kann raus. Dann geht man hier so durch. Und dann hinten der Rollladen, der wird nicht mehr benutzt werden. Der wird dann auch entsprechend gedämmt und dicht gemacht. Und dann hat man hier hinten Raum für Betten. Ja. Wissen wir noch nicht ganz genau, wie wir es machen. Auf jeden Fall mit 2 Schlafetagen auf jeden Fall. Ne? Und werden die dann wahrscheinlich entweder so anordnen, obwohl das ja, das sind ja 2,30 Innenmaß. Oder so versetzt so ein bisschen. Oder um die Ecke. Das wissen wir noch nicht ganz genau, wie wir es machen. Hinten muss noch ein Reserveradhalter auf jeden Fall dran mit einer Art. Ja, Kran ist vielleicht übertrieben, aber doch eigentlich schon. So ein Ausleger, wo man das zumindest mit dem Flaschenzug irgendwie, ne, das Rad runterlassen könnte. Ja? Sonst haben wir ja ein Problem. Weil das zierliche Reserverad, was jetzt im Moment gerade oben auf dem Dach ist, das ist da zwar wunderschön gelagert, aber ich meine, runter fällt alles. Aber wir würden da nie wieder ein Rad hochbekommen. So, Wassertanks werden wir diesmal innen haben. Bei der Frieda hatten wir die außen, weil einfach drin der Platz komplett nicht gereicht hat. Wir werden die diesmal innen hin machen. Hat natürlich schon den Charme, dass sie auch frostsicher sind. Bei der Frieda haben wir ja einfach immer Frost vermieden. Und wo es mal ganz schlimm war, haben wir halt abgelassen. Und hatten halt bloß noch drin so ein paar Wasserflaschen. Geht auch. Aber vielleicht will man ja mit dem auch mal irgendwo hin, wo es länger kalt ist. Ja. Dann kann man das dann schon entsprechend so vorsehen. So, Dachfenster hat man gesagt. Wahrscheinlich sowas aus dem Bootsbau, wie in der Ulla. Und dass man das richtig aufmachen kann und dass man vor allem draußen drauf treten kann. So, dann zu der Seite. So, ja, brauchen wir eigentlich sozusagen diese 2 Sitzplätze, brauchen wir ja nicht. Ne, wenn wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und sprich, wir könnten sozusagen hier die ganze Geschichte rausnehmen. Die Bank sozusagen teilweise auch rausnehmen. Das muss sowieso alles raus, wenn wir den Durchgang machen. So, dann hast du hier die Öffnung. Wenn du ein bisschen den Kopf einziehen musst, weil die Kabine hier nicht höher ist. So, hier brauchen wir auf jeden Fall drüben auch nicht schneiden. Nicht, dass wir über dem Fahrerhaus dann rauskommen. Kannst du bloß rausgucken, hast du noch ein Licht. Dann kommst du hier durch und das kann auch wirklich ja bequem breit sein. Ja. Dann muss es hier aber irgendwie eine Lösung zum Klappen geben, weil was wir uns vorstellen ist, dass wir sozusagen, das sind ja dann 7 Sitzplätze, so wie sie jetzt sind. Und wir stellen uns das so vor, dass wir das eigentlich als, ja, als Esstisch für uns zurecht machen wollen. Weil das ist ja bei uns immer so ein Thema, dadurch, dass wir die vielen Sitze brauchen zum Fahren, können wir eigentlich nicht nochmal den gleichen Platz spendieren dann als Sitzgruppe. Weil wir wollen sowieso diese ersetzen, diese Sitze, weil die sind, glaube ich, für 5 Minuten Stadtfahrt gemacht und werden das durch durchgehende Polster ersetzen, weil es soll nämlich gleichzeitig so sein, dass man den Tisch auch absenken kann, in der Mitte noch ein Polster hin und dann hat man hier nämlich auch ein riesig großes Bett, ja, wenn ich das demonstrieren darf. Das ist ja übelst lang. Hier passt der locker hin von der Länge. Ja, können 2 Kinder schlafen. Das ist 1,40 Meter breit. Oder ja, wir. Und mach mal die Tür zu. Unser eigenes Zimmer. Ein Schlafzimmer. Wie wir es machen mit der Heizung, wissen wir auch noch nicht. Die Originalstandheizung, die ist jetzt hier drunter. Aber irgendwie muss ja die Warmluft sozusagen auch in den Aufbau hinter. Vielleicht macht man 2. Das müssen wir nochmal überlegen. Das wissen wir noch nicht, ne? Das wissen wir noch nicht ganz genau. Hier vorne wird es auf jeden Fall auch noch ein Dachfenster geben. Einfach auch für die Belüftung und auch, dass man mal vielleicht raussteigen kann aufs Dach, weil die Kinder lieben das total, auf dem Dach zu sein. Und was dann noch eine Sache ist, was auf jeden Fall irgendwie eine Lösung finden muss, ist jetzt, wo wir das Hochdach machen. Wir hatten das überlegt, ja, machen wir es wie mit der Frieda, kennen wir uns aus, Familie Türkei. Ist jetzt aber so gewesen, wo wir das Hochdach bei der Frieda gemacht haben, waren wir schon in der Türkei. Jetzt hinzufahren dafür ist natürlich jetzt auch nicht gerade um die Ecke. Und was können wir noch machen, nach Marokko fahren oder so, aber bei der Anfahrt dahin, vor allen Dingen, wenn man halt noch keinen Ausbau hat, dann dahin zu fahren, das ist ein bisschen müßig. Ja, daher haben wir eigentlich die Idee, wir machen das hier. Ich weiß noch nicht genau wie, ich habe noch nie geschweißt. Und
muss jetzt erstmal gucken, wie ich das lerne. Irgendwie. Ich habe jetzt ganz viel Stahl ausgebaut aus dem Auto. Da habe ich zumindest genug üben. Mit einem neulich vorhandenen Schweißgerät. Und dann, meine, irgendwann das geschnittene Dach hochzuziehen, das bekommt man auf dem Dorf schon irgendwie geregelt. Jemanden, der da irgendwie mit einer Landmaschine irgendwas mal hochheben kann. Aber für die restlichen Tätigkeiten, ja, weiß ich noch nicht genau. Da werden wir irgendwie Hilfe brauchen. In irgendeiner Art. Also wenn jemand Lust hat auf ein Projekt, ein spannendes, im Raum Greiz in Thüringen, natürlich nicht für Umme, um Gottes Willen, so war das nie gemeint, gerne. Jemand, der sich irgendwie da auskennt, also das muss kein ausgebildeter Schweißer sein, aber jemand, der irgendwie weiß, was er tut in der Richtung. Und ich meine, wir sind ja auch dabei, wir wollen noch was lernen an der Stelle. Oder jemand, der einen kennt. Sehr, sehr gerne bin ich da dankbar für jeden Hinweis. Ansonsten, ja, müssen wir mal gucken. Wir werden uns irgendwie versuchen, hier Unterstützung zu suchen und wollen das eigentlich hier machen. Weil was wir nicht wollen, ist sozusagen das irgendwo hingeben, wo das ohne unser Beisein gemacht wird. Erstens, weil ich gern weiß, wie es drunter aussieht. Zweitens, weil ich da auch gerne mitmachen möchte. Also ich möchte dabei auch schon was lernen. Ja, genau. Haben wir noch was zu berichten? Was müssen wir denn noch machen? Ein Gardinchen muss ich natürlich noch nähen. Dann näher bin ja ich bei uns. Die Details am Ende. Ja, aber es muss trotzdem hin. Aber ja, hier haben wir eine schöne Blechleiste. Dann gibt es wieder schöne Gardinchen dran. Ja. Dann, weil das macht... Und das kann man nur jedem raten. Also wir hatten ja in der Frieda das auch, so ein Verdunklungsstoff sozusagen. Der ist halt aus 3 Schichten oder 4. Das kann ich also sozusagen die außenfarbige Schicht. Dann kommt eine richtig deftige schwarze Schicht in der Mitte. Und dann kommt wieder eine farbige Schicht. Also das war Weinrot bei der Frieda. Sieht schön aus. Ja, war schön. Relativ pflegeleicht. Eigentlich hat sich gut sauber machen lassen. Na, super dunkel. Und nicht bloß, dass es dunkel macht, es hält halt auch den Innenraum super kühl. Ja. Das hat man ganz deutlich gemerkt. Wenn du das halt am Tag hin machst, wenn du irgendwo stehst, bei Sonnenstrahlung, das ist ganz fantastisch. Und wenn du am Magneten eingenäht, was natürlich ein bisschen spaßig ist, so Magneten reinnähen, die dann immer an der Nähmaschine hängen bleiben. Aber wenn es dann einmal geschafft ist, kannst du das halt gerade in so einem alten Auto überall ohne Probleme festmachen. Und da, wo es nicht geht, kann man Unterlegscheiben oder Beilegscheiben sozusagen auf die Plastik kleben und kann dann dort den Magneten dann festmachen dann. Also das ist eine geile Sache. Das werden wir auf jeden Fall wieder machen. Ja, so mal im Groben, ne? Ganz schöner Plan. Achso, hier muss noch alles ab. Hier ist nämlich nur Blech drunter. Hier muss Dämmung drunter und Aluminiumbutyl hier für Schwingung. Die Seiten auch. Die Türen. Und ganz wichtig, den Motorraum. Also die müssen vorne hier unten drunter. Die Motorhaube und so, die muss noch bedämmt werden. Dann scheppert das auch weniger. Weil im Moment ist das schon... Ja, ist schon laut. Jo. Auf jeden Fall. Deswegen, also da gibt es noch ein bisschen was auch im Fahrerhaus zu tun. Aber als allererstes Projekt haben wir gesagt, wollen wir jetzt eigentlich sehen, dass wir eine Lösung finden für das Hochdach. Weil das ist sozusagen ja das, was dann sämtlichen Baufortschritt ansonsten aufhält. Weil ich werde jetzt hier in der Kabine nicht anfangen. Ich muss ja auch die Rückwand dämmen. Also ich werde in der Kabine nicht anfangen, solange es den Durchbruch nicht gibt. Also den Durchgang. Und den Durchgang werde ich erst machen können, wenn das Hochdach da ist und so weiter. Also es kommt immer wieder zurück. Erst das Hochdach. Das war es mal für heute. Und ja, wir werden jetzt noch ein bisschen an der Urlaub weiterbauen eine Weile, bevor es dann hier weitergeht. Ansonsten erstmal euch einen schönen Tag. Und tschüssi, bis zum nächsten Video.